Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute das Cold Steel Voyager Large. Oh, was für ein Messer. Habe ich in einem ziemlich coolen Deal mit Vincent Vega von den Messer Junkies gekauft. Oder habe ich von ihm gekauft. Und Nacken Fancy hat das mal als Prepper Blade bezeichnet. Prepper-Messer. Boah. So, gehen wir in Desktop-Modus. Okay. Bis gleich. So, da ist es. Im Desktop-Modus. Ja. Das ist Large. Nicht schwierig zu öffnen, wenn man es so öffnet, ja? Aber so mit dem Flicken funktioniert das nicht so ganz. Ich zeig's euch. Denn der Backlog ist schon extrem stramm. Ja, muss man schon ein bisschen Handgelenksbewegung mit benutzen. So, dann geht das. So. Da haben wir also den Stahl, der ist aus AUS 8. Gehärtet auf 56 bis 58 Rockwell. Heftlänge. 12,7 cm, Entschuldigung. Klingenlänge 10,2 cm und Gesamtlänge ergibt sich dann 23,9 cm. Das nenne ich mal eine Klinge. Zum Vergleich lege ich mal meinen Benchmade Cryptillion darunter. Ja, das ist schon ein Unterschied. Gewicht liegen wir bei 135 Gramm, was schon extrem wenig ist für so ein Oschi von Messer. Ja? Der Griff, ich weiß nicht, was das, wie man das ausspricht, Grivory, G-R-I-V-O-R-Y oder Grivory, keine Ahnung. Soll auf jeden Fall stabiler sein als Seitel. Ja? Gucken wir uns mal hier die Grooves an oder hier das Muster. Das ist schon hart, oder? Er gibt allerdings keine Hotspots beim Greifen, muss ich dazu sagen. Der Hosentaschenclip ist ziemlich ausgefallen, finde ich. Also so einen habe ich so noch nicht gesehen. Ist umsetzbar nach rechts, also von rechts nach links. Und damit ist das Messer nur Tip-Up zu tragen. Tip-Up ist meine Lieblingstrageform. So, der Daumenpin ist bequem, ist nicht so stramm, ja? Also nicht wie bei dem Enlan EL04 und er trägt sich echt, also dafür, dass er so ein Oschi ist, trägt sich das wirklich total bequem. So, das war mal so zum Hingucken, Desktop-Modus, ja? Und da kommen wir mal wieder zum Arto-Modus. So, da sind wir wieder im Arto-Modus. Ich zeige es nochmal. Klingenzentrierung ist perfekt. Ja? Ich zeige nochmal, es ist fast unmöglich, dass man es normal auffliegt. Vielleicht ist meins auch ein bisschen zu stramm eingestellt, aber der Backlog hier, der ist schon der Hammer. Ja? Also mit ein bisschen Wristflick oder Handgelenksbewegung. Okay. So, jetzt habe ich es nochmal schon mal ein paar Monate. Ich weiß gar nicht mehr wann. Vincent, wann habe ich denn das bei dir gekauft? Keine Ahnung. Aber du kannst doch mal kommentieren. Also, solange wie ich das jetzt schon habe, ich habe es noch nicht nachgeschärft. Ja, nehme ich meinen Spickzettel. Ja, es wird Zeit, dass ich mal was für tue.
kommt ein Flugzeug. Mal kurz auf Pause. So, Licht ist jetzt auch besser, ne? Okay, jetzt mache ich mal wieder was, was ich schon länger nicht mehr gezeigt habe. Speedschnitzen. Ist eine absolut dusselige Sache, aber ich stehe total drauf. Es macht mir einen Heidenspaß. Ne? Achtung. Oh, ein Speedlöckchen. Speedlöckchen. Nun, Natten Fancy sagte, das wäre eine Prepper-Klinge. Ja? Ich sag mal, irgendwo hat der Junge recht. Ja? Denn mit der Klinge ist man darauf vorbereitet, härtere Aufgaben mit dem Klappmesser machen zu müssen. Ja? Schicke Locke. Und im Augenblick kriegt man das Messer für einen Apfel und ein Ei. Wirklich für einen Apfel und ein Ei. Ich habe es für 50 Euro bei eBay gesehen. Heute. Und heute haben wir den 17.03.2017. Ja, also guck mal schnell rein. Ich hoffe nur, dass die Jungs von Böker das Messer nicht in die Hand kriegen oder den Max Cold Steel unter Vertrag nehmen, weil sonst kostet das nämlich 150 Euro. So, das ist mal, da kommt schon wieder ein Flugzeug. Das ist ein Problem, wenn man in der Nähe von einem Flughafen wohnt. Sausäcke! Da oben fliegt er. Da. Wir haben die Jungs von extra breit gesungen. Flieger, grüß mir die Sonne. Das ist eine Ansage, das Messer, oder? Aber eins muss man halt noch sagen. So viel guckt aus der Hose raus, wenn ihr es in die Tasche steckt. Ja? Jetzt zeige ich euch, was der Vincent mir noch mitgegeben hat, als kleines Goodie. Und ich habe den Vincent ja glücklicherweise auf der IWA, Outdoor Classics in Nürnberg, kennengelernt. Und hat mir ein von sich selbst gemachtes, eine Prybar mitgeschickt. Die werde ich mal separat vorstellen. Ich habe zu ihm gesagt, ich werde das mal vorstellen als Einkaufswagenbescheißerle. Ja, als Spaßvideo praktisch. Vincent, ich hab's die ganze Zeit im Betrieb und es ist ein Einkaufswagenbescheißerle. Kannst ja mal reinschreiben, wie das Modell wirklich heißt. So, das war's und ich sag mal, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer gilt, tschüss Mario, schwenkt der Hut, tschüss war ab und schwingt die Kapp. Einkaufswagen heute gratis.